Wie ich mir eine Welt vorstelle, in der Menschen nichts mehr zu tun haben, weil die Maschinen alles machen. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, also nur als Horror-Science-Fiction. Mein Name ist Martin Z. Schröder und ich bin von Beruf Drucker. Ich war in der Musikschule und mit 14 Jahren hatte ich keine Lust mehr, zur Musikschule zu gehen. Und meine Mutter sagte dann, ich muss aber was anderes machen, ich darf nicht zu Hause rumsitzen. Und dann hat meine Mutter gesagt, in der Wuhlheide, das ist ein kleiner Ort so am Rand von Berlin, da gibt es eine kleine Druckerei für Schüler. Also das war im Pionierpalast in der DDR. Und das war Liebe doch auf den ersten Blick. Also als Drucker arbeite ich hauptberuflich seit 2003. Ich habe aber angefangen als Schriftsetzer schon in meinem 14. Lebensjahr. Und das Drucken kam so dann dazu. Eigentlich sind das ja hier zwei Berufe. Ich bin Schriftsetzer und Drucker. Das Schöne ist eigentlich die Vielseitigkeit, dass man so viele Sachen nacheinander tut. Also dass es nicht so monoton ist. So, dann wird die Form geschlossen. Also das sind hier so Keilschlösser. Wenn man hier dreht, kommt hier ein Messingkeil raus und der hält nachher alles zusammen. Mit dem Klopfholz wird jetzt die Schrift auf eine Höhe geklopft, damit kein Buchstabe nach oben steht. Dann wird das gleichmäßig angeschlossen. Und dann ist die Druckplatte fertig. Und dann habe ich in vielen anderen Berufen noch gearbeitet. Ich war Journalist und Verlagshersteller und Redakteur und bin dann eben in meinen alten schönen Handwerksberuf wieder zurückgegangen. Und das ist eigentlich der schönste, den ich habe. Zwei Fehler. Ob ich durch Druckfehler auf neue Technologie komme? Nee, eigentlich nicht, weil nein, das gehört dazu. Und selbst auch in der digitalen Welt gibt es Fehler und die Maschinen können kaputt gehen. Und dann ist das Problem noch viel größer, als wenn ich einen Fehler mache. Weil die mechanischen Maschinen, die kann ich selbst reparieren. Meine eigenen Fehler, die kann ich verbessern. Ich werde immer daran denken, wie kann man es doch möglich machen? Was kann ich tun, damit das Experiment zu einem schönen Ergebnis führt? Und das ist das, was Handwerk auch interessant macht gelegentlich und was neue Technologien dann so ja nicht mitbringen. Also eine Technologie kann das nicht, das kann nur der Mensch. Also sich Gedanken machen, was man ganz neu machen kann. Und das ist das, was man von Gutenberg, glaube ich, lernen kann. Also man kann telefonieren oder man kann Nachrichten verschicken oder einen Zettel Papier ausdrucken. Aber man muss sich ganz viel mit dieser Technik befassen, die ist mir oft im Weg zu meinem Ergebnis. Das liegt aber auch daran, dass ich so in einer alten Welt noch lebe. Im Grunde ist das Handwerk auch der Ausgangspunkt für all diese Dinge. Also die Schriftsetzer, die nicht mehr jeden Tag schriftsetzen wollten, die haben sich gefreut über die Setzmaschine. Die Drucker, die nicht mehr alles von Hand drucken wollten und jeden Arbeitsschritt von Hand machen wollten, die waren froh, als die Druckmaschinen kamen. Und die Entwicklung von all diesen Druckmaschinen, die ging immer von den Handwerkern aus. Also eigentlich ist der Handwerker auch daran schuld, dass er seinen eigenen Beruf abschafft. Also direkt Verschlechterungen hat die Digitalisierung mir, glaube ich, nicht gebracht. Also höchstens doch, dass Kunden, also Leute, die hierher kommen und Produkte haben möchten, eine Vorstellung von Perfektion haben, die dieses Handwerk nicht immer erfüllen kann. Und manchmal kommen Leute und schauen mit der Lupe, weil sie am Computer alles ganz stark vergrößern können immer. Und mit diesem Blick gehen sie in die natürliche Welt
und wollen plötzlich, dass das auch so perfekt ist. Also sie machen ein Foto vielleicht davon und vergrößern das und schauen es dann an. Aber man muss es natürlich im Original anschauen. Wenn ich nicht diese Arbeit hätte, dann würde ich mich zu Tode langweilen. Wie sehe ich die Zukunft für meinen Beruf? Also ich hoffe, dass sich nichts verändert. Dass ich alt werde, so wie ich das machen kann.